Hallo, ich bin Jonas Kretschmer, arbeite bei der VWP Maschinenbau und Service GmbH, welches ein Teil der Kehrwerk Finsterwalde Stiftung ist. Ich lerne dort den Beruf des Industriemechanikers und möchte euch mit diesem Video meinen Ausbildungsberuf etwas näher bringen. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und die Ausbildung zum Industriemechaniker dauert 3,5 Jahre, welche aber auch mit einer entsprechend guten Leistung auf 3 Jahre verkürzt werden kann. Im ersten Lehrjahr durchläuft man die Grundausbildung, in der man manuelle Spanverfahren wie zum Beispiel Feilen, Sägen, Biegen oder auch Gewindeschneiden näher gebracht werden. Maschinelle Spanverfahren lernt man im ersten Lehrjahr auch kennen. Darunter zählen Bohren, Senken, Reiben, Drehen und Fräsen. Als Industriemechaniker durchläuft man eine duale Ausbildung. Das heißt, dass man die theoretischen Kenntnisse in der Berufsschule beigebracht bekommt und diese dann mit der Praxis im Betrieb oder einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte ergänzt. Der Industriemechaniker hat 4 Fachrichtungen: Feingerätebau, Instandhaltung, Maschinen- und Anlagenbau und Produktionstechnik. Es hängt vom Betrieb ab, wo man eingesetzt wird. Man muss als Industriemechaniker 2 Prüfungen ablegen. Die Abschlussprüfung Teil 1 im zweiten Lehrjahr und die Abschlussprüfung Teil 2 im vierten Lehrjahr. Beide beinhalten eine schriftliche Theorieprüfung und eine praktische Prüfung. Beide Abschlussprüfungen kommen in eine Endwertung, wobei die Abschlussprüfung Teil 1 mit 40% und die Abschlussprüfung Teil 2 mit 60% in das Endergebnis einfließen. Wenn man eine Ausbildung zum Industriemechaniker beginnen möchte, sollte man bestimmte Fähigkeiten mitbringen, wie zum Beispiel handwerkliches Geschick, Teamfähigkeit, mechanisches Verständnis und eine gewisse körperliche Fitness. Das war's auch schon. Ich hoffe, dass meine Kollegen und ich euch mit diesem Video einen kleinen, aber doch interessanten Einblick in meinen Ausbildungsberuf geben konnten.